So, willkommen zurück bei Turmon Another World. Jetzt mal so möchte ich im Kampfdojo stehen geblieben. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal noch die letzten drei Gruppen um. Ja. Ja, das macht ihr alle. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht, dass ich das Mikrofon nochmal ein Stück verrichtet habe. Das ist nämlich ein bisschen weit weg gewesen. Oh, Momiji. Momiji hat keine Chance. Dann machen wir das. Ja. Wir machen Knirscher. Wohlgemerkt, es ist gerade ziemlich spät und ich nehme auch nur auf. Ach egal. Gehört hier nicht rein. Es ist auf jeden Fall spät. Deswegen, ich bin ein bisschen müde und da könnte sein, dass ich ein bisschen stiller diese Folge bin als sonst. Ist aber, denke ich mal, nicht ganz so schlimm. Und da haben wir auch den Aaron besiegt. Welcher Zufall, dass der Aaron heißt. Erinnert mich an andere Spiele, das eventuell bald kommt. Na, was ist eventuell? Egal. Irgendeine Art und Weise kommt es. Aber mal ist ein Flammenwurf. Gegrilltes Momiji. Ich habe alle Momiji, aber keine Aya. Sind alles Verräter. Noch ein Momiji. Ich habe auch mal geguckt, zwischenzeitlich, also nicht im Internet, persönlich hier so rumgelaufen. Also die Flöte bekommen wir wirklich nicht hier. Ich habe auch mal nachgeguckt, zumindest wo wir als nächstes hinein können. Weil, es wäre schon blöd, wenn ich jetzt hier dann die ganze Zeit rumwandere und nicht weiß wohin. Deswegen habe ich mich gerade mal erkundigt, was wir als nächstes machen. Da würde ich sagen, wir hauen mir da mal ein paar Rocketrübel. Ist schon lange her. Ich glaube zwei Parts. Das Momiji hat uns fast gekillt. Nicht gut. Ja, besser so. Einen müssen wir noch machen. Dann haben wir alle fünf Stück gekillt. War das nicht so, dass der die beiden dabei hatte, die man sich aussuchen darf? Yep. Man darf sich eine Last World. Wow, eine Last World Yuri darf man nicht nehmen. Geil. Eine Last World Zurika. Das würde zumindest gerade passen. What the fuck? Das war sehr effektiv, ich habe einen enormen Angriff. Na gut. Komm, Zurika gegen Yuri. Ohne Faust, ohne. Und wir machen. Feldhagen. Nein. Zieh mal das Geowurf. Macht 60 Schaden, weil sie Level 60 ist. Mein Geowurf immer denselben Schaden macht wie das Level, für die, die es noch nicht wussten. Dasselbe zählt auch für Nachtmöbel. Komm. Geheim. Doch. Nee, Antikraft. So. Und dann mal. Ja, sind wir am Glück. Geil. Angriff hoch, Defense hoch, Speed hoch, Spätsangriff hoch, Spätsdefense hoch. Schön. Und Brick Break. Schön um den Heim. Das ist schön. Das habe ich nicht aufgepasst. Doch, nur Last Suika. Nehme ich jetzt Suika oder Yuri? Da bin ich gerade so im Überlegen. Und ich werde kurz nach dem. Nee, egal. Mach ich nicht. Und what? Zurika hat eine Immerfarbe. Zurika hat Zurika gewonnen, heute. Episch. Mal gucken. Also wir dürfen. Yep, Last Yuri. Last Zurika mitnehmen.
Persönlich mag ja Yugi nicht so besonders. Ich nehme das, Suika. Dann würde ich sagen, wird Zero gerade mal ausgetauscht. Gegen seine stärkere Version. Ihre. Ich glaube, ihre passt besser. Auch wenn der alte männlich ist. Aber in dem Spiel ist er weiblich. So. Na gut, in dem Spiel sind alle weiblich. Bis auf einen. Und wir nehmen mal, ja, ich nehme mal zu Last Word zu Ika. Ich zeige einfach mal den Unterschied. Das sind ja ungefähr dasselbe Level. 194 Angriff, 106 Speed, der Rest unter 100. Dafür 250 HP. Last Word zu Ika. 165 Attack, 124 Speed, 244 HP. Man muss aber dazu sagen, da sind auch noch keine EVs oder sonst irgendetwas drauf. Außerdem habe ich jetzt auch nicht aufs Wesen geguckt. Oh, nee. Die Ex-Suika ist noch 12 Level höher. Deswegen habe ich jetzt gerade mal entschlossen, dass wir die Last Word nehmen. Den bin ja nicht zwischen den Parts irgendwann mal oder während den Parts. Das überlege ich mir noch. Nenne ich die noch um in Zero. Ja, wenn schon, denn schon. Und wir hauen jetzt einfach mal ein paar Rocketrügel um. Weil ich einfach nicht weiß, was wir sonst machen sollen. Außer Sabrina hauen. Danach. Und hauen wir auch schon den ersten Rocketrügel. Ich habe vergessen zu heilen, oder? Ich habe vergessen zu heilen. Momiji. Momiji ohne Binding. Was auch immer das ist. Die Last Suika, Last Word Suika sieht im Kampf genauso aus wie die Ex Suika. Okay. Das ist alles, was dieser Move kann. Wow. Ich brauche Musuika zwischen den Parts, dann mit der Steelfist und sowas beikommen. Braver? Wow. Alter. Hörst du auf? Na, immerhin kann der Fels Hade. Ich werde dir dann noch Steel, also Stahlfaust, beibringen und. Was hatte ich so? Ich glaube, gebracht. Ich glaube, Durchbruch. Ja, ich glaube, es war Durchbruch. Das werde ich der noch beibringen. Irgendwann. So zwischen den Parts. Ich denke mal, den Weg dahin kennt jeder und die Münzen da umtauschen dauert lang und nicht. Rumia. Bisschen EV sammeln. Ach komm, mal nochmal Kreuzig. Bam. Kreuzig ist ja ein schöner Angriff. Also von vom Damage her und alles super. Aber fürs Durchspielen mit 5 AP lohnt sich einfach nicht. Und jetzt haben wir einen Chen. Wir machen einen Chen. Felshagel. Ne, Steinhagel hieß es, nicht Felshagel. Gibt zwar vom Sinn her fast den so. Ach, egal. Es ist einfach spät. Ich glaube nie. Oder ich versuche zumindest Müll zu labern. Und wieder Steinhagel. Oh, ich vergaß Boden. Ah, das ist doch ätzend. Ich habe kaum AP mit Blastwort zu bekommen. Das ist echt blöd. Einfach nur blöd. Ach, das war der blöde Teil hier. Oh. Wie ging das noch, glaube ich? Aber ich muss Suika trainieren, definitiv. Ich guck mal, vielleicht habe ich ja noch Durchbruch oder sowas. Oh, Quick Break. Ja, ich möchte das bitte verlieren. Und zwar für Kreuzhieb.
Und sie lernte Durchbruch. Das ist schön. Dann werde ich jetzt noch, was ich hier mitnehmen. Was mache ich noch? Also ich weiß, dass zwischen einer neuen Effekt bekommen hat, dass die Devs nicht so jetzt das war. Ne, ich brauche die Stahlfaust. Jetzt habe ich meinen einen Move, den ich machen kann noch. Ich meine, schließlich ist die 12 Level noch zurück zu den anderen. Also die nächste Zeit werdet ihr noch zu Ika sehen. Es sei denn, ich mache mir die Mühe und trainiere sie mal zwischenzeitlich nach. Ancient Powers. Power. Antikraft. Yeah. Mittlerweile haben wir 14:15 Uhr nachts. Schön, und ich nehme auf. Ich nehme eigentlich nie um die Uhrzeit auf. Das ist total ungewohnt, müde aufzunehmen. Deswegen bin ich auch. Ja, noch mehr am Scheiße labern und noch weniger am Labern als sonst. Schön. Oh, eine Ex-Ruhe mehr. Sieht man selten. Ist trotzdem tot. It's super effective. Du bist down. Und Suika, wie steigst du? Wow. War immer so schlecht. Ich meine Hastig. Was war Hastig? Boah. War Hasty überhaupt Hastig? Ich geh mal davon aus. Und wir hauen noch einen um. Aber falls wir jetzt nach Sabrina nicht mehr weiterkommen sollten, dann habe ich eine kleine Idee, was wir machen können. Kommen wir mit Kiezzickel eine. Weil die Flöte haben wir nicht. Sprich, wir kommen nicht zu, zur Safari-Zone und zum 6. Orden. Ja, da kommen wir nicht hin. Das ist so ein kleines Problem, wenn man die Flöte nicht hat. Wir kommen auch nicht zum 7. und zum 8. Orden, weil wir auch nicht schwimmen können. Diese Themen haben wir auch noch nicht. Da bleibt uns ja nur noch eine einzige Möglichkeit. Richtig. Wir gehen dann zurück nach Gensokyo. Ja, ich spiele das Spiel nur aus dem Grund weiter, weil ich halt auch weiß, dass wir nach Gensokyo zurückkommen. Aber gut, nach den Anspielungen in den letzten Parts hätte man sich eh denken können, dass das ist. Komm schon, Suika, du hast dich nicht selbst. Na, immerhin. Du bist down. Das überlebst du nicht. Sag ich doch. Ach ja. Das nächste Mal sehen wir uns wahrscheinlich geheilt wieder. Weil Suika braucht ja ne? Die Heilung, also die ganze Erfahrung. Und ich möchte jetzt mal wissen, wie Sakura's Storm aussieht. Das ist eigentlich eine hübsche Animation. Zumindest keine Animation, die ich so wiedererkenne. Die so einfach kopiert haben. Und mit Poppen und mit da lang. Oh. Nö. Wir gehen in den Part noch rein. Ja, da bin ich jetzt einfach mal entschlossen. Ich meine, so lang dauert es jetzt auch nicht. Und dann kann ich auch mal regulär wieder speichern. Ist ja auch schon ewig her, dass ich regulär gespeichert habe und mal regulär ausgemacht habe. Ich mache immer Safe State zwischen den Parts. Einfach für den Fall, dass uns eine Aufnahme oder sowas verloren geht, dass ich da halt die Aufnahme nachmachen kann. Ich möchte ja auch alles haben und nicht einfach mit irgendeiner irgendwie eine Lücke haben. Und da ist das halt nun mal sicherer. Gut. Einmal heilen, bitte. Dum dum dum. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder, wenn es wieder mal heißt. Let's play Tom on Another World. Bis dahin, tschüss, tschüss.